So, willkommen. Also es sind quasi wirklich nur 30 Minuten ungefähr vergangen bis von der letzten Folge bis jetzt. So lange hat es gedauert, das mal hochzuladen und hoffen, dass YouTube das auch richtig verarbeitet hat. Ansonsten dauert es halt noch einen Moment, bis es in einer besseren Qualität verfügbar ist. Aber ich wollte euch das wenigstens noch heute noch gönnen, jedenfalls denen, die drauf warten. Ja, nochmal wiederholt. Wir können keine. Geh nochmal hin. Wieder erwartend. Alter, ist jemand am Basteln. Was sie da macht. Wir können wieder erwartend nicht die Schaufel bauen, nicht das Karma und auch nicht die Hacke. Das macht vielleicht noch Sinn, aber dass die Schaufel nicht geht, ist irgendwie doof. Und das Karma genauso. Na gut. Was können wir noch bauen? Wir haben jetzt den Gasthof hier gebaut. Gucken, ob ich den ein bisschen verschieben kann. Nee, Eingang nicht. Ist gar nicht mehr so einfach jetzt, glaube ich. Doch, Gebäude verschieben und. Muss ich erstmal ganz woanders hinstellen, damit ich das hier hin und her rücken kann. Okay. Habe ich ein Problem. Hier ist kein Platz mehr zum Hinparken. Das wird mal spannend, wenn wir hier irgendwie ein Gehöft hinbauen wollen. Hier, das ist eben zu hoch. Hier komme ich nicht hin. Ich will das doch bloß ein paar Meter verrücken. Halt. Geht aber kurz. So. Jetzt kann ich es nämlich da hinten irgendwie schlau verschieben, hoffe ich. Dachte mir so, vielleicht hier ran. Weiß nicht, wo das Problem jetzt liegt. Wir gehen mal nach links, bis es grün wird. Okay, das ist sehr weit. Dann. Hier wird es nicht mehr grün. Warum wird es hier nicht mehr grün? Ist so groß das Ding. Okay, dann müssen wir den mal hier verrücken, damit wir ein bisschen mehr Luft haben. Passt. So. Ist mir ein bisschen zu doll im Weg hier für alles. So. Mal gucken, wie wir jetzt rankommen. Hier sind wir auf jeden Fall schon mitten im Weg. Geht jedenfalls nicht. Mal gucken. Oh, man wird schon grün. So. So weit. Gefällt mir noch nicht. Na, damit könnte ich so leben. So ein bisschen. Bisschen viel im Weg hier jetzt alles, aber so lang, so groß ist es halt. Deswegen, wir kommen hier nicht näher ran, weil hier schon irgendwelche. Vielleicht lag es halt auch an denen. In den Laternen hätten wir es noch einen Meter rangekriegt. Aber so ist okay. Kommt man hier ins Gasthaus. Passt. So, was können wir noch bauen? Gehen wir mal auf den Schrein. Den habe ich ja schon angefangen, glaube ich. Aber da fehlt mir, glaube ich, der Stein. Was haben wir noch? Können wir vorher nicht bauen. Kurz überlegen. Beteiligungsanlagen. Hätten wir vorher auch schon bauen, ich weiß aber nicht wofür. Also jetzt gerade aktuell nicht. Das neue Haus können wir bauen, klar. Moment. Wir gehen mal auf Produktionsgebäude. Und zwar die Papiermühle. Das ist aber ein Klopper. Versucht das mal hier reinzugrutschen, reinzukriegen noch, soweit wie es geht. Ein bisschen Luft noch ist nach rechts und links. Gut, da haben wir jetzt eh zu wenig Holzstämme. Also da kann man die Papier herstellen. Jetzt gucke ich mir mal an, was hier jetzt endlich geht. Ich brauche hier Eis. Okay.
Hier brauche ich gekochten Reis, Eis und Wasser. Okay. Und wie viel haben wir davon? 12. Wir können einmal fermentiertes Zeugs herstellen. Okay, mir ist immer noch nicht klar, woher wir diesen Schimmel kriegen. Müssen wir auf jeden Fall warten, bis Winter ist. Jetzt macht mir jetzt noch nicht so richtig, macht nicht so richtig Sinn. Also ich kann quasi das fermentierte Zeug nur im Winter herstellen. Okay, verstanden. Was können wir noch bauen? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das haben wir alles hier. Lager haben wir auch schon alle. Dienstleistung haben wir, das haben wir jetzt gebaut. Das hat man schon gebaut. Bleibt theoretisch nur das große Wohnhaus. Soll ich das mal hier hinten irgendwo platzieren? Hoffen, dass da noch Platz ist. Das wird jetzt eng. Ja. Versuchen wir, ob ich da hinten die Ecke kriege, wo der Turm ist. Entschuldigung, war gerade ein bisschen weiter weg vom Mikro. Ja, hier wäre natürlich schön. Das mal. So. Ja, zu beiden Seiten ein bisschen Luft. Und wir werden gleich mal versuchen, ob wir noch eins bauen können. Bitte, bitte. Jetzt mach mal, komm. Okay, wir können jetzt zwei Wohnhäuser noch hinbauen, zwei große. Und wir brauchen ganz viel Holz und viel Zeugs. Das werde ich euch jetzt nicht antun. Ich überlege, was wir jetzt noch bauen, was wir nicht bauen konnten. Aber jetzt bauen könnten. Ich gehe jetzt nochmal die ganzen Werkbänke durch. Wo hier vielleicht was freigeschaltet ist. Also das konnten wir vorher alles schon bauen. Nichts Neues dazu gekommen. Okay. Gehen hier mal gucken. Hier können wir eigentlich auch nicht viel bauen, außer Netze. Macht sehr viel Sinn. Man kann an dem Fischer heute nur Netze bauen. Aber selber nicht angeln. Okay. Wir haben jetzt hier Tee. Moment, können wir Tee machen? Nee, wir haben Tee auch noch nicht freigeschaltet. Was ist denn das für ein Quatsch? Oh, also ich kann keinen Tee bauen, basteln. Weder ich oder noch der NPC. Na gut, die anderen Mischungen sind mir so ein bisschen egal. Was haben wir noch? Wir haben Stein. Das wäre jetzt nochmal spannend. Das müsste ich aber wahrscheinlich mit einem Menschen ausprobieren, ob der hier jetzt auch Eisen abbauen kann. Also herstellen kann er nur. Ist das die Inari-Statue? Die könnte ich jetzt bauen, Inari. Und die Jitsu. Was fehlt mir denn für. Ich habe da so einen Schrein angefangen. Inari. Inari habe ich noch nicht. Nee, ich hatte nur die anderen. Okay, also ich brauche jetzt Inari. Und was wir hier noch drin haben irgendwo. Hier noch ganz viel von diesem Zeug. Den Ton. Ich mal jetzt kurz in die Truhe packen, damit die vielleicht hoffentlich zufrieden sind. Hier haben wir Klamotten. Nochmal Klamotten. Dann werde ich auch gleich mal schlafen gehen müssen. So. Weiß nicht, ob sie das jetzt zufriedenstellt. Mal gucken. 2400, aber es stellt sich nicht zufrieden, weil sie es nicht herstellen selber.
Soll mir jetzt an der Stelle auch mal egal sein? Moment, was fehlt denn da eigentlich? Das ist jetzt alles verbaue und dann fehlt mir irgendwas. Narichtator, Brett und Rinde. Okay. Und auch ein Brett. So. Dachte, ihr habt das schon ausgebaut bis zum letzten. Gut. Jetzt schnell einmal eine Statue bauen. Dann müsst ihr halt durch, dann ist halt dunkel. So arbeite ich quasi die ganze Zeit bloß offline, weil es sonst zu lange dauern würde. Statuen. So, wo ist Inari? Ich brauche 10 gemeißelte Steine. Machen 25 so, fertig. Ja, es wäre jetzt irgendwie toll gewesen, wenn die auch Erz sammeln würden für mich und nicht nur Stein. Obwohl, andersrum sammeln sie ja schon zu wenig Steine. Wie soll es also in Erz aussehen? Natürlich noch mal kurz, Moment, nicht, dass ich was vergessen habe, dass man jetzt vielleicht hier was anderes bauen muss. Produktionsstätten. Bergbauposten. Nee, den will ich nicht bauen. Ich will Einrichtung, Produktionsstätten, Bergbauposten. Da kann ich nur Damage-Station und allgemeines Lager bauen. Das habe ich. Jetzt gedacht, vielleicht okay. Vielleicht muss ich da nochmal ein spezielles Zusatzgebäude ran oder Zusatzinventar ran machen. Den habe ich schon hergestellt, den habe ich schon, den baue ich jetzt einmal. So. Auch wenn sie es noch gar nicht verlangen, haben wir jetzt schon mal den Schrein. Was immer ich hier machen kann. Ich glaube, weil ich den habe, habe ich automatisch 10% irgendwas. Moment. Wo stand das doch gerade? Stand da nicht gerade was da? Ach so, nee, das habe ich nur, wenn ich diesen Effekt habe. Vom Originalschrein. Aber hier können sie jetzt dran beten und wir haben anscheinend, denke ich mal, das Bedürfnis für religiöse Sachen gemacht. Oder erfüllt, meine ich. So. Ja. Bring mich jetzt hier alles nicht weiter, bevor ich nicht mehr Holz habe, glaube ich. In 3 Holzstämmen komme ich hier nicht weiter. Die packe ich mal rein. Ich pack da, mach da jetzt nochmal Holzstämme. Beziehungsweise. Wenig einmal Stöcke. Der Rest Bretter. So. Ein paar Sachen waren jetzt sehr enttäuschend. Hier geht auch nichts Neues. Moment. Brechen. Konnte ich alle auch schon alles bauen, bin ich der Meinung. Keinen Eimer mit Wasser bauen und ich kann auch keinen Eimer mit Dünger bauen und das erschließt sich mir nicht, warum er es so macht, also wann das freigeschaltet wird, wahrscheinlich erst mit der ganzen neuen Update Sache Landwirtschaft. Das ist schade, weil ich meinen Dünger immer noch nicht los, brauche ich also noch mehr von diesen Behältern. Okay, das packe ich weg. Das packe ich weg. Behalte ich noch mal ein bisschen. Hier ist nichts zum Wegpacken. Gras haben wir auch zu wenig. Packe ich wieder weg.
damit sie vielleicht ein bisschen glücklicher werden. Mache ich das hier mal rein. Ich weiß, wie lange ist das haltbar? Okay, er scheint unendlich haltbar zu sein. Gut. Dann wird das unsere nächste Ressource, die wir hier sammeln. Ja, der Bug ist wieder da. Ist verrückt. Die ganze Zeit hat funktioniert, jetzt ist er wieder da. Deswegen hatte ich ja extra. So. Ich darf noch mehr reinpacken, Moment. Mal zwei Reihen für Notfälle, falls wir da mal was herstellen müssen. Ich kann hier noch mal kurz aufräumen. Okay, ich habe versucht kurz aufzuräumen. Doch, jetzt noch genug. Moment. Falsche. Noch ein Stein oder irgendwas unten versteckt. Nö. Gut. Also, so. Frage, ob er jetzt damit glücklich wird. So. Und den Rest können wir wild hier einhacken. Die Glock lasse ich mal lieber draußen, bevor die auch noch klauen. Geh mal schlafen. Ja, da müsste ich jetzt wirklich schlafen bis. Okay, die sieht ja wirklich trist aus hier. Das ist jetzt ein bisschen doof. Da müssen wir noch ein paar, auf jeden Fall ringsrum Laternen ranbringen. An die an das Gasthaus. Ja, ein bisschen dünn. Ja, die putzt hier wieder mein Bett. Auch super lieb von dir. Dankeschön. Ja, das der Haken ist, jetzt kann ich mich hier zu Tode hacken mit Holz. Oder wir schlafen durch. Das ist 3 von 4. Muss sie jetzt mein Bett putzen? Essen und Happen. Spannend ist natürlich auch, kann ich denn mit meiner Glocke mein Grundstück muss erweitern? Oder ist es immer, blockiert sich das dann gegenseitig? Guck mal kurz, ich habe doch allen Leuten irgendeinen Job zugeteilt, oder? Auch wenn sie alle unglücklich sind. Egal. Vielleicht werden sie ja weniger, haben sie weniger Ansprüche. So, neue Jahreszeit. Man ist allgemein immer noch unglücklich. Warum auch immer. Man produziert zu wenig Nahrung, zu wenig Getränke natürlich, zu wenig. Nee, Heizen funktioniert. Wenn ich das hochsetze. Okay, sind sie ein bisschen glücklicher. Warum haben die denn zu wenig Nahrung? Habe ich zu wenig Leute im Kochen eingestellt? Sicherheit ist wieder auf Null. Also alles, was ich gebaut habe an den Waffen, ist weg. Also das ist ja richtig mal die Krux. Und Instandhaltung ist auch noch über 300 zu wenig. Genauso wie Gesundheit. Ich würde die ja gerne einfach hier mal mehr verbrauchen lassen, weil egal, ob die Wert jetzt kacke aussieht, weil ich habe ja genug drin. Genauso auch hier. Heizen kriegen wir ja auch hoch. Und das verändert nichts. Okay, weil da nichts drin ist. Instandhaltung. Ich nehme mal hier hoch. Das sieht auch nichts. Die würde es auf 100% gehen. Aber die verballern dann alles, was da Instandhaltung drin ist. Na, mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Okay, jetzt haben wir das Essen verbraucht. Egal.
egal ob es regnet, Sonnenschein oder sonst was ist, wir haben jetzt erstmal unsere Bauphasen. Ich führe einfach mal alles jetzt ein. Ja. Nicht schön, aber geht nicht anders. Ich muss erstmal wieder an Stroh kommen. Nee, ah, das wollte ich nicht kaufen. Ist mir auch schlecht wieder zurückkaufen, glaube ich, oder? Doch, geht. So. Ja, ehrlich, jetzt 47 muss das sein? Das kann ich nicht mehr verkaufen, weil ich eigentlich zu viel habe. Ich habe nicht genug von dem Grünzeug so. So. Gib mir die spannenden Sachen. Das. Ein 30 Grünzeug. So. Ja, passt. Hier ein bisschen Stroh. Also ja, also irgendwie habe ich es rausgenommen, dass die Gras sammeln. Deswegen ist es gleich wieder umwandeln können. Wenn die Hirsche in meinem Gebiet rum, warum auch immer. Guck nochmal, ob wieder Gras reingekommen ist, aber ich glaube nicht. Oh, hier ist ans Mikro gestoßen. Ne. Also Steine haben sie zwar ordentlich gesammelt, warum auch immer, die irgendwo. Ach, das haben wir ein Gras. Moment. Warum sie auch immer das die Steine da irgendwo reinklatschen, das ist sehr unglücklich. Wenn sie es auch danach verbrauchen würden, so nach der Rangfolge. Aber so als ich verstanden habe, ist es ja leider nicht so. Die knallen ja immer alles weg, was in der ersten Reihe ist. So. Und die behalte ich. Okay, das kommt weg, das kommt weg, das behalte ich auch. Das kommt weg, das kommt weg. Das kommt natürlich weg. Okay. Bring kurz die Sachen hier rüber. Also eigentlich hier rüber im Mund. Gras reingepackt, haben wir wenigstens 40. Oh, demnächst. Pack ihm hier die Rohstoffe rein und hoffen, dass er ein bisschen was bastelt. Nehmen wir mal was von den Pilzen. Was auch immer jetzt schon wieder schief läuft. Moment, warum? Was ist denn jetzt hier schief? Warum sammeln hier alle plötzlich ihre Sachen und machen ihre Sachen nicht mehr? Gut, hier ist klar, ich muss erstmal die Sammlerhütte verwalten. Das ist dein Problem. Sammelt das. Das war das Maximum. Fischerhütte verwalten. Du sammelst keinen. Wie können die denn plötzlich auf Null rutschen? Ich verstehe es nicht. Bergbauposten verwalten. 25 wieder mehr? Nee. Und du kannst auch wieder nicht mehr kochen, weil alles auf Null gesetzt wurde. Was soll denn der Quatsch? Also das muss jetzt mir jemand erklären. Ich habe nichts verändert und das setzt die Sachen plötzlich auf Null. So. Kleiner Brunnen. Verwalten. Soll ich einmal gucken? Bum, bum. Auch auf Null gesetzt, warum auch immer. Ich weiß nicht, was der jetzt hier bauen kann. Ich habe ja keinen Stahl. Jetzt haben wir Mäuse. Verwalten 16 und
Eins habe ich übersehen, das hier. Der bringt schon 10 Dinger rein und genug von dem Fell. Das ist hier auch auf 0 gesetzt. Ja, wenn er das jetzt nicht herstellt, soll mir jetzt recht sein, aber... Warum haut er die alle auf 0 plötzlich? Kann ich jetzt jedes Mal alle Sachen durchgehen? Ja, kein Wunder, dass sie alle unzufrieden sind. Hier nochmal, was ich eigentlich mache. Verwalten. Na gut, dann ist das so. Okay. Das ist sehr merkwürdig. Also immer, wenn man denkt, das Spiel funktioniert, dann macht es wieder komische Sachen, die man nicht erahnt hat. Mit sehr viel mühseliger, kleinteiliger Himmelarbeit. Ne, die behalte ich hier. So. Jetzt will ich mal was sicherstellen, bevor die auf komische Gedanken kommen. Okay. Den Tee haben sie einfach mal wegverbraucht, den ich da reingepackt habe. Das war ungefähr 175. Den haben sie jetzt weggeballert. Einfach so. Also das ist... Nee. Ohne Worte. Und da muss das Spiel... Müssen die Leute nochmal echt dran arbeiten, das geht so gar nicht. Also wenn ich mal an der Grenze bin zu sagen, ist spannend, aber irgendwann erst wird es spannend oder irgendwann erst kommt da mal was dazu. Und währenddessen frustriert mich das Spiel teilweise so sehr, um zu sagen, ich mache was aus die Kiste, dann ist das sehr unglücklich. So, jetzt verstehe ich noch nicht ganz. Ich könnte jetzt diesen Reiskocher, hier brauche ich ja echt nochmal Holz für, was ich hier wenig reinbauen durfte. Macht jetzt auch richtig Sinn, also ich darf die Lagerstätte für die Sache, die ich dafür brauche, nicht da reinbauen. Nee. Das wollte ich nicht. Ich will zur Papier. Zur Brauerei ist das. Gut. Jetzt konnte ich das einmal befüllen. Einmal befüllen. Ich habe noch 58 Reis. Lass es mal durchlaufen. Dann habe ich zumindest gekochten Reis. Die Frage ist, wie lange hält der gekochte Reis? Hält der so lange, bis ich Reis habe? Ist doch klar, dass man dafür Eis braucht zum Fermentieren. Okay. Ich baue jetzt hier nacheinander mal alles weg. So. Und Rinden. Hier aus dem Spiel.
viel Spaß, Tendenz zu eher Training der Leidensfähigkeit wird, ist das nicht so richtig toll und zielführend fürs Spiel. Da sollte man noch mal ein bisschen beigehen. So. Nee, doch. Nehme ich nochmal. Wenn an der Stelle jetzt einfach zu voll ist, schmeißt er dann auch die Sachen einfach aus dem Inventar raus. So. Mal die minderwertigen Hölzer zu Brettern gemacht. Und versuchen mal, wie weit wir kommen. Oh oh. Moment. Weit kommen wir damit nicht. Das brauche ich doch gar nicht, oder? Brauch Stöcker. Die er jetzt echt alle verbraucht hat. So. Gut, wir haben Ersatz. Haben wir in der Tasche? Warte, die ganzen Stöcke haben sie jetzt verbraten. Jetzt fehlen mir Holzstämme. Wie weit das hier ist. Noch zwei. Dann warte ich noch mal eine Sekunde. Wenn ich auffüllen und rausholen kann. Wo es schlauer ist, Sachen drin zu lassen. Dann werden sie meines Wissens nicht schlecht. Da kann ich nicht. So. Na gut, haben wir noch übrig. Jetzt habe ich den gekochten Reis und kann nichts mit anfangen, weil ich kein Eis habe, logischerweise. Wo soll ich denn auch ins Eis herkriegen, weil das Eis verdampft ja immer im Sommer. Ich weiß auch nicht mehr, wann ich da was reingepackt habe. Ist schon eine Weile her. Aber definitiv ist hier kein Eis drin. Okay. So. Schauen wir mal, ob es reicht. Sieht nicht so gut aus. Klar, dass der hier Unmengen an Material jetzt wieder braucht. Aber ich renne jetzt nicht mit euch in den Wald und hack hier Bäume. Ich glaube mal, aus der Phase sind wir, glaube ich, entwachsen. Machen wir nochmal die unwürdigen Bäume hier weg, alle. Ist noch einer. So. Okay.
nicht an, dass uns das auch nicht so viel weiterbringt. Wir können dann Papier und Schirmchen herstellen. Das wird wahrscheinlich alles sein, was wir jetzt machen können. Aber auf jeden Fall können wir dann unser Dorf verschönern. Mit den Papierlampions. Ja, ich mache die Folgen jetzt einfach ein bisschen länger, ist egal. Also mir ist es sowieso theoretisch egal. Das Problem ist, es dauert halt ewig, dann, bis ich die online stellen kann, weil YouTube da so lange rumackert dran. So, was brauche ich hier? Bambus. So, hochfällt der Nadelbaum. Ob das wirklich einen Unterschied macht, ich weiß es nicht. Das ist nun mal praktischer. Das habe ich am Anfang nicht verstanden mit diesem Wechseln. Und habe wie bekloppt dann die passenden Bäume gesucht, die er mir jetzt automatisch vorgeschlagen hat. Weil ich hatte nur Nadelbäume und er wollte dann Laubbäume da die Wand haben, aber da ich das hätte wechseln können, habe ich nicht so verstanden. Also optisch sehe ich da auch nicht so einen Riesenunterschied. Okay, gerade so. Hatte ich also noch in der Tasche. Mit E auswählen, jetzt kann ich direkt weitermachen. Das haben sie schon mal irgendwann verbessert in einem Update. So. Gib mir 4 Stöcker. 4 Stöcker? Wo soll ich denn jetzt 4 Stöcker herkriegen? Es gibt Stöcker. Das würde auch nicht reichen mit 4 Stöckern jetzt hier. Die sie ja anscheinend auch fressen. Also man, die fressen genauer sozusagen für ihre Bedürfnisse nur die Sachen weg, die ich derzeit eigentlich bräuchte. Statt die Sachen zu benutzen, die ich ihnen gebe. Und wenn es wirklich daran liegt, dass man jedes Mal das ganze Inventar da umsortieren muss, also da geht es dann in Richtung Tendenz, ich beende die Staffel und suche ein neues Spiel. Aber vielleicht wird es auch besser im nächsten Update. Gucken uns jetzt erstmal alle an, was hier noch geht. Tüllen da nochmal ein bisschen im Design rum und in der Einrichtung. Und dann mal schauen, wie lange es dauert, bis hier was Neues passiert. Die Schaufel-Enttäuschung war halt schon sehr groß, weil das Ding metert schon, finde ich. Der Game Changer, finde ich. Machen ja so, verbrauchen ja sogar meine Bambus einfach so. Dann brauchst du für nichts
eigentlich. Bei dem verbrauchen sie. Wenn ich ihn nur brauche, habe ich keinen mehr. Habe ich irgendwie Laubbäume? Ich lasse das mal drin. Ich glaube, ich brauche schon Papier, Laub. Eigentlich Rinde, meine ich. Das fertigstellen für irgendeine Sache, die da drin ist. So. Ist die Position hier so? Ist ja doof hier. Ich gehe die ganze Zeit in den Busch rein. Das reicht, das reicht. Muss jetzt alles reichen. Frage, was da noch kommt. Ich bezweifle, dass einer von den Entwicklern einmal das Spiel von Anfang an bis zu Level 21 ganz normal durchgespielt hat. Ohne Rumtricksen, ohne Entwicklertools. Spätestens dann hat er gesagt, oh Gott, wir müssen da was machen. Weil die schaffen es ja wirklich, jeden desmotiviertesten Spieler zu sagen, okay, jetzt habe ich mal wirklich keine Lust mehr, sinnlos hier Material ranzuschaffen und Sachen zu basteln, und dann geht irgendein Update oder beziehungsweise irgendeine Sache funktioniert ja nicht. Mein Spielstand ist quasi im A. Das zum einen. So, was gibt's jetzt hier? Egal. Was immer das ist. Achso, da in der Mitte. Papiermacher, Pflicht. Papiermacher heißt das ja. Mir fehlen 16 Stein, 12 Eisenerz. Was da kriege ich jetzt hin? 16 Steine ist schwer, so ein Problem. So, was kann das Ding hier? Nochmal Papiermacher. Papier, Herstellungswerkzeug. Aha. Amphibischen Werkstöcke. Aber man sieht, hier brauchte ich jetzt Wasser dafür zum Bauen. Auch Stroh und Wetter. Das ist mal sehr verrückt, was man dann braucht plötzlich. Also die Gebäudefreischaltung, man vielleicht anders lösen können. Oder zumindest, dass man die selber durch Leveln irgendwie freischaltet. Das fehlt so ernsthaft. So, das brauchte ich, keine Ahnung wie viel davon. Und ich habe vergessen, was ich noch brauchte. Stöcke. Habe ich noch Bäume? So, eine Reihe, wenn ihr zu stöcken, hilft nichts. Das heißt, die Wohnhäuser werde ich dann wohl offline bauen müssen. Oder zumindest eins. Und entweder jetzt ganz viel hacken. Oder eine Jahreszeit abwarten. Genug Material zu haben für die Wohnhäuser. Also hier sind noch ein paar Äste, das waren aber für, also nicht Äste, sondern Bäume. Die waren ja aber eigentlich für die Deko gedacht. Und ich habe schon wieder gleich keinen Bau, keinen Hammer mehr. Ich will jetzt einen Baumstamm. So, musst du jetzt dran glauben. Den Ersatzhammer, den brauche ich natürlich. So. Da war nämlich schon der Ersatzhammer. Thank you.
Okay. Dann schau mal, was kann ich jetzt hier herstellen? Ich kann Papier herstellen aus Papierbrei. Okay. Papierbrei stelle ich hier aus Wasser, der Papierrinde und Brennholz. Okay, das ist ja mal eine Sache, die funktioniert. Kann ich ja nicht mal dieses ganze Zeugs hier verbraten. Dann das hier rein. Das. Nee, das nicht. Das rein. Gut, so viel werde ich gar nicht brauchen. Brauche ich lieber noch auf eine Holzstämme. So, jetzt habe ich ein bisschen Brennholz. Da. Das war's. Da. Und Wasser brauche ich noch. So. Das muss funktionieren. Wenigstens eins noch einen Auftrag geben. Also eins sollte nochmal funktionieren, dass wir es wenigstens reinstopfen. Okay, ist voll. Läuft das Papierbrei durch. Dann, wo war das andere? Hier. Weiß habe ich nämlich auch noch in der Tasche. So, läuft auch durch. Immer noch 38. Gut. Das kann ich einfach, kann ich ja noch nicht reinpacken, glaube ich. Das geht erst, wenn ich alles habe. Oh, Eis. Also wir müssen noch bis zum Winter warten. Um dann das erste Mal fermentiertes Zeug herzustellen und damit dann Sake. So. Jetzt fülle ich mal einfach nach, wenn das gehen würde. Geht nicht, ich muss alles leer machen. So geht. So. Und jetzt kann ich Papier herstellen, okay. Das sind schon mal mindestens zwei Arbeitsplätze hier, die weg sind. Plus für Papier. Und mit Papier kann ich dann hoffentlich. Moment, ich hau hier mal was nach. Okay, also wir haben auf jeden Fall ganz viel Papier herstellen können. Und ich glaube, Papier kann ich hier, nee, wo stelle ich denn die Papierlampen her? Wo stelle ich denn bitte die Papierlampen her? Was habe ich denn jetzt verpasst, wo die Papierlampen herzustellen sind? Macht jetzt irgendwie keinen Sinn, hier zu gucken, oder? Mach's trotzdem. Da gehen nochmal Lampen. Ich übersehe was. Sicher, alles verabschiedet gerade. Meine Maus geht nicht mehr. Keine Ahnung. Hallo? Jetzt geht's wieder. Warum kann ich nicht, kann mich nicht mehr bewegen?
Okay, also ich stehe fest, ich kann mich einfach nicht mehr bewegen. Gut, auch was Neues. Dann werde ich jetzt einfach nochmal an der Stelle das Spiel beenden. Und ich versuche das Problem zu lösen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zugucken.